Können wir loslegen? Ja. Gut. Also? Hallöchen! Hallöchen! Heute fangen wir mit etwas Neuem an. Nee, eigentlich noch nie gemacht. Nee, genau. Aber so die Challenge allgemein haben wir ja schon gemacht. Challenge! Malt euch auch. Das ist eine Rechen-Challenge. Ja. Und wer das am schnellsten rauskriegt, der hat gewonnen. Genau. Ja. Und ich muss mir mal einen Stift holen, dass ich mir Kreuzchen machen kann, wer zuerst hat. Wir müssen sagen, die beiden haben einen Altersunterschied. Justin ist 4. Klasse, Luca ist 3. Klasse. Von daher hat Justin einen leichten Vorteil theoretisch. Aber ich habe solche Aufgaben rausgesucht, die der Luca auch können müsste. Bis 1000. Ne, bis 100 habt ihr ja. Wir haben bis 1000 gelernt, ja, jetzt, einmal. Ja. Bis 10.000. Ne, bis 1000 habt ihr. Nee. Also Justin ist ungefähr 1000, was ich so gesehen habe. Ich habe auch 1000, aber kein Mal. Ja, genau. Und ich habe jetzt solche normalen Aufgaben genommen. Es geht jetzt einfach darum, dass die sich im Kopf das, die Zahlen nicht sehen, sondern im Kopf haben und wer halt der Schnellste ist. Aber ich muss jetzt schnell mal Stift holen. So, Stift ist geholt. Ja. Und Konzentration? Ja. Ich habe 10 Fragen. Oh. Und es geht los. Was ist? Ach ja, ihr daheim dürft natürlich mitrechnen und vielleicht seid ihr ja auch schneller als die beiden. Mal gucken. Also, Konzentration. Es geht los. 11 mal 6 plus 4 minus 7. Keine 40? Nee. 53? Nee. Was war denn die Aufgabe? Ruhe. Ich. Was hast du? Warte. Justin hat es schon 2 gesagt, das darfst du erstmal sagen. Plus 4 und plus 7. Plus 4 minus 7. 11 mal 6. 4 und minus 7. Ja, du hast es gesagt. Plus 4 minus 7. Okay, das ist ich. Na komm mal. 61. Genau. Überleg lieber, bevor du was sagst. Ja. So, Luca. Rechenaufgabe Nummer 2. Erst sagen, wenn du es wirklich weißt. So. 5 mal 7 plus 12 minus 12. 35. Okay. Gleichzeitig. Ja. Das war gleichzeitig. Nummer 3. Seid ihr bereit? Ja. Ja. 8 mal 8 plus 20 minus 24. 20 minus 40. Was war plus 20? Minus 24. 60. Genau. Oh. 8 mal 8 ist 64, ja, plus 20, ich. Minus 24, da braucht ihr ja eigentlich nur minus 4 rechnen. Ja, ja. Und zack, ist die 60 da. Ja, so. Ich habe gedacht, das ist jetzt nur noch 60. Ja, nicht denken, rechnen. So, geht's weiter? Ja. Macht Spaß? Ja. Gut. Konzentration? Ja. 20 mal 5 plus 0 minus 20. 120. Mal 5 plus 0 minus 20. 20. Oh. 20 mal 20. Nicht der Luca. Weil du hast wieder einen Denkfehler gemacht, weil du zu schnell bist. Ich habe gedacht, plus. Nee, ich habe eindeutig minus gesagt. Okay. So, es kommt die Aufgabe Nummer 5. Seid ihr bereit? Ja. 30 mal 2 plus 44 minus 4. 100. Justin war er. Jetzt steht gleich dann.
So. Aufgabe Nummer 6. Jetzt kommt Gedeiht euch. Habe ich überhaupt 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ja. Achtung, Konzentration. Konzentration? Ja. 40 durch 5 plus 64. 42. Ja. So. Nächste? Ja. 100 durch 5 plus 80. 90. Das hab ich noch nicht. Was, du hast noch nicht 100 durch 5? Ne? Ne, 100. Ja. Also kriegst du gar nicht, weil du falsch gesagt hast. Wieso hast du das noch nicht? Ich hab nur bis 100 den Zehner schütteln. Sonst hab ich... Nee. Ne? Ne? Auf wen hast du auch 20 mal 5 gewusst? Und wenn du 20 mal 5 weißt, weißt du auch was 100 Dollar. Das geht nicht. Da mache ich da gar keinen Punkt. Obwohl ich eigentlich... Nee, du hast es. Das weiß ich, dass du das hast. Nee. Doch. Das Grinsen sagt mir alles nicht. Frag mich, wie der denn. Kriegt der Justin. Weil wenn du 20 mal 5 weißt, weiß man automatisch, was 20, 100 durch... Ich weiß ja, was 5 mal 2 ist. Das ist jetzt merkst du, 400 durch 5 ist 20. So, die nächste. Konzentrier dich, dein Bruder konzentriert sich auch. Okay. So. Können wir losgehen? Ja. So, Luca, kannst du nicht? Ja. So, können wir? Ja. 81. Warum lacht ihr jetzt? Doch, du kannst aufhören. So, du bist halt das Justin, wenn du dich konzentrierst. Ich mache jetzt weiter. Ja. So. 81 durch 9 plus 21 plus 43. 73. Ja, ist ganz einfach, ne? Mhm. 81 durch 9 ist 9. 9 plus 21, 30 und dann genau Justin. So, es geht weiter. 45 durch 9 plus 30 minus 35. Minus? 35. 0. Ja. Und die letzte Frage. 1 durch 1 plus 64 plus 36. Und das? Warte. 1 durch 1 plus 64 plus 36. 99. Du bist jetzt Schluss. Ach so. Ja, und ein letztes Mal sage ich es noch. Okay. 1 durch 1 plus 64 plus 36. 101? Ja. Okay. Concentration. So, das waren die 10 Aufgaben. Jetzt gucke ich mal. Luca hat 1, 2, 3, 4, 5. Aber einmal war ja Gleichstand, ne? Mhm. War das jetzt richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Und Justin hat 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ja, geht sicher geht das, weil einmal Gleichstand ist. Ja. Ja, aber dann hast du ja 11 Aufgaben. Nee. Hä, weil wir hatten Gleichstand. Also hat ja einer, ist ja die Stimme doppelt vergeben worden. Ja.
Bei der Aufgabe 2 habt ihr gleichzeitig rausgeschossen 35. Und da gibt es ja eigentlich nur eine Stimme, gab aber jetzt zwei Stimmen, weil ihr es gleichzeitig rausgeschossen habt. Ja. Ne? Also hat diese Challenge... Ich gewonnen. Justin gewonnen. Gut. Mit einem kleinen Vorteil, weil du ja älter bist. Müssen wir dazu sagen, ne? Also Luca nicht zu sehr ärgern, weil der ist dann nicht immer sehr ehrgeizig, der Luca. Ne? Du hast aber keine Person gemacht. Okay, wollen wir das nochmal wiederholen? Ja. Okay, gut. So, wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, dann lasst es uns mit einem Daumen nach oben wissen. Und ja, dann verabschieden wir uns für heute. Und bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüssi.